Na gut, ignorieren wir das und gehen mal gucken, was mit diesem Wasserfall los ist. Das Bizarre ist... Oh, nicht schon wieder. Bitte, ich habe mal gehört, dass man als Anfänger in einem Let's Play immer ein Spiel nehmen soll mit viel Text, aber das ist ja wirklich lächerlich. Vor allem, es bewegt sich einfach nichts. Arg, das ist viel zu realistisch, Mann. Ich will auch nicht, dass jedes Gespräch mit irgendwelchen Verwandten gespeichert wird und irgendjemanden vorgelesen wird, bis er vor Langeweile stirbt. Machen wir, bringen wir es hinter uns. Na, geht ihr raus? Jep, mehr oder weniger. Ach, keine Sorge, ich komme mit euch. Ich werde nichts sagen. Na gut, warum auch nicht? Ich meine, sie beschließt sich nicht unsere Party an. Gucken wir uns doch einfach mal beides an. Ich fange hiermit an. Sie stellt sich dumm. Sorry, ich weiß nichts. Mein Name ist Hase. Du siehst ein bisschen komisch aus. Versteckst du irgendwas von mir? Nein, nein, wirklich nicht. Frag deiner. Did you forget, you know? Der Ritter versprechen, das ich zu Ohrring gemacht habe. Unser Versprechen? Natürlich erinnere ich mich. Nur lass mich nachdenken. Come on, wenn wir den schwarzen Ritter, schwarzen Schwertmann bekämpft haben und er verletzt wurde. Oh, natürlich. Wir haben versprochen, es Tatjana nicht zu sagen, nicht wahr? Genau. Hey, you guys. Was ist, wispert ihr euch da gegenseitig ins Ohr? Jupp, no reason. Das war eigentlich nicht die richtige, nicht wirklich eine Antwort, aber ich lasse es durchgehen. Aber wir wissen überhaupt nichts über jemanden namens... Oh, über... Wir wissen überhaupt nichts, nein, überhaupt nichts. Hey, was ist mit euch los? Aha, irgendwas ist passiert. Und Owen hat euch dazu gezwungen, ruhig zu bleiben und nichts zu verraten. Oh. Na gut, ihr müsst mir nicht... So, hier sind wir wieder. Und jetzt nehmen wir mal... Ich weiß etwas. Tatsächlich... Ich habe ihn mit jemandem zusammen gesehen, der, so denke ich, mit Ryoga, unserem Erzfeind, zusammenarbeitet. Oh no, nein, Master Ariel! Shut your mouth right now, Master Ariel, Schnauze! Was ist das für eine Sprache für einen Engel? Was ist dein Problem? Jetzt sag mir nicht, dass du das vergessen hast. Du hast ein Versprechen zu Orin gemacht. Was? Hast du nicht ein Handwerksritters Versprechen gemacht? Oh, ah ja, stimmt. Ach du, eigentlich dachte ich, es hätte nur was damit zu tun, dass der schwarze Schmerzmal, dass die Verletzung ein Geheimnis bleiben sollte. Naja, ich erinnere mich, danke deiner. You're welcome. Ja, aber du musst dieses Zeug mal endlich selbst erinnern. Oh, danke, sorry. Okay, ich habe keine Ahnung, ob das irgendwelche langfristigen Auswirkungen hatte, aber ich nehme jetzt mal Spiele weiter mit der Option, die meine Partnerin besser aussehen lässt und den Protagonisten wie eine Eselin erster Güte, weil das ist lustiger, wie ich persönlich finde. Und außerdem hätten wir ansonsten jetzt schon 8 Optionen und dann würden selbst die Bonusvideos irgendwann nicht mehr ändern, wenn ich versuchen würde, da alles nachzuverfolgen. Aber hey, ich kann ja später mal recherchieren und gucken, ob es irgendwelche Änderungen gegeben hätte. Schauen wir mal. Naja, sie machen sich Sorgen über den Meister. Der faulenzt hier rum. Oh, Ariel. Und natürlich, was jedes andere RPG in 4-5 Sätzen gemacht würde, wird hier wieder mal einen ganzen Roman benötigen. Essentiell sagen sie einfach nur, dass sie macht sich Sorgen um ihn. Oh, tatsächlich. Wir haben tatsächlich einen dieser komischen Hilfssteine gemacht, mit denen wir unsere Waffen neu schärfen können. Selbst die, die stumpf sind. Ich meine, die stumpf sind wie... Okay, das hat jetzt nicht funktioniert. Haben wir überhaupt stumpfe Waffen? Nicht stumpf stehen. Naja, gut. Okay. Da haben die anscheinend mal nachgedacht und nicht sowas wie einen Hammer oder so oder einen Knüppel dazu getan. Na, das wäre ein bisschen komisch geworden mit einem Schleifstein. Oder Rubstone ist ein Schleifstein, genau. Okay. Jetzt dürfen wir wieder mal diesen komischen Kindern dabei helfen, was zu suchen. Und natürlich dürfen wir auch die Katze wieder suchen. Yep, genau.
Für beides bekommen wir Bonusgegenstände. Hey Leute, wie geht's euch? Oh, und der sammelt über Fischerei. Wenigstens kaut er uns nicht das Rohr ab. Das machen die anderen ja schon genug. So, Kinder gefunden. Und, yep, der Bengel hat schon wieder verloren, was er gesucht hat. Okay, gut. Genug gestöhnt. Das dürfte simpel sein, da ich noch dunkel in Erinnerung habe, wo die beiden zuletzt standen. Und schon gefunden. Ha, das ging schnell. Das war's. Ich frage mich, ob wir auch irgendwann erfahren, was das war, genau, dass der fehlt und dass wir ständig finden. Okay, Beam war nicht erfolgreich. Wir haben die Katze immer noch nicht gefunden, aber wir haben eine komische Maske erhalten. Jetzt kriege ich fast Angst. Können wir mit dir irgendwas machen? Anscheinend nicht. Was ist das Ding denn? Okay, hier ist sie doch. Miau, gefunden. Da ist sie doch. Hey. Und als Belohnung kriegen wir eine Kicker-Potion. Was kann die nochmal? Das habe ich schon wieder total vergessen. Oh, 250 Trefferpunkte zurück. Gut, das gibt einen nur 100 Trefferpunkte zurück. Wie viel habe ich nochmal? 400. Okay. Dann denke ich mal, es ist eigentlich dumm, dass... Items. Wenn wir diese kurzen Sidequests erledigt haben, was machen wir jetzt? Ah ja, genau, wir sollten zum Wasserfall. Das war jetzt, glaube ich, unten. Nein. Das ist unglaublich, dass ich mich hier ständig verlaufe. Aber ich glaube, es war weiter oben und da... Nein, nicht da rein, nicht da rein! Hier hat immer noch kein Curry. Vielleicht können wir das ja selbst lesen, wenn wir mal diesen Händler über den Weg laufen. Aber der ist ja jetzt leider gerade nicht hier. Nope. Vielleicht treffen wir ihn unterwegs wieder. Dann machen wir mal weiter hier, der Story. Text Wall Attack. Sorry, dass ihr diesen ganzen Weg hierher kommen musstet, Ariel. Oh, keine Sorge, kein Problem. Wir haben noch ein paar andere Aufgaben nebenbei erledigt. Was geht ab? Ach, wir haben immer hier miteinander gekämpft, nicht wahr? Als wir junger waren. Ich hab dich die ganze Zeit besiegt, nicht wahr? Yep. Unsere Waffen waren genauso. Ach, ich hab grad zu tun, Orion. Vielleicht später. Na gut. Das wird wirklich einfach für mich, wenn du dich nicht mal verteidigst. Hey, yeah! Leuchten dabei aus dem Nichts! Warum benutzt du deinen komischen Beschwörungshilfsgegenstand? Wir beide haben ein Guardian Beast. Jetzt sind wir gleich. Keiner von uns muss sich zurückhalten. Komm, Rigel. Time for battle! Wow, warte Sekunde. Hast du dich gestern noch verletzt? Ich brauche keine Sympathie. Lass uns anfangen! Okay, gut. Ja. Ach komm, Mädel. Hauen wir ihm eins mit dem Schwert drauf. Autsch. Na? Gut. Lassen wir ihr mal ein bisschen helfen. Autsch, das war auch tief. Den Rest lassen wir mal für heilen. Ha. Gut, dass ich das Blocken nicht verlernt habe. Gucken wir mal. Dumm-di-dumm. Ah, hier, Faust in Fresse, Bobby Boy. Nehmen wir mal eine andere Waffe. Autsch! Autsch, Autsch, Autsch! Ihr schlimm Axt! Autsch, 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 Autsch! Hier Axt in die Fresse, Bobby Boy! Ah, jetzt liegst du auf dem Boden! Nee, verdammt, der hat eine Unverwundbarkeitszeit! Ha! Ist ein bisschen dumm, aber ich helfe dir mal zu sterben. Autsch! Nein, du stirbst, du stirbst, du stirbst, du stirbst. Ach, komm her. Hey. Hör auf, wegzulaufen.
So, was hast du davon? Ha! Gut. Yay, wir haben ihn. Wir haben unseren besten Freund umgebracht mit einer Axt. Und dafür kriegen wir Erfahrungspunkte und Geld. Was zum, haben wir ihm gleich die Tasche geklaut oder was? Haben wir ein bisschen ausgeschüttelt, Kleingeld geklaut, Level up, deiner Level up, zusätzliche Spezialattacke bekommen und wir haben Ability Points, 2 diesmal. Okay, ich habe keine Lust, dass ich ständig was in die Fresse kriege und dass wir so langsam sind, also powern wir das mal auf. Das und das. So. Etwas schneller und besser geschützt. Yay! Haha, Ariel, du gewinnst. Du bist stärker geworden, nicht wahr? No shit, Sherlock. Ich habe einen Berg von Monstern erschlagen. Orin. Das ist nur, weil du bereits verletzt bist. Ach, Ariel. Selbst wenn ich nicht verletzt wäre, hättest du mich immer noch besiegt. Ich meine, du hast bereits jemanden besiegt, der mich besiegt hat. Mich zu bekämpfen war doch wirklich leicht für dich, nicht wahr? Wenn du das schon vorher gewusst hast, weil du, ich bin hier, ich habe dir geholfen. Ja, genau, ey, mit Blitzen und so weiter. Was ist eigentlich mit seinem Guardian Beast? Warum hat das nicht geholfen? Ach, deiner, genau, hör auf, Salz in seine Wunden zu reiben. Autsch. Ach, früher war ich ein besserer Kämpfer als du. Ich habe sogar bessere Waffen gemacht. Wovon redest du? Du bist doch immer noch ziemlich jung und so weiter. Ach so, du meinst, du bist faul geworden. Ha, ich habe dieses Match verloren. Aber ich kann immer noch bessere Waffen bauen. Haha. Oh, wirklich? Ja, aber da ist ein weiterer Grund, dass ich hierher gekommen bin. Dina ist mit dir zusammen jetzt. Yep. Genau, Captain Obvious, also. Deiner! Ich meine, du hast recht, aber... Na, nee, ist okay. Orin? Worauf ist es? Ah, wir haben genügend gefaulenzt los. Auf geht's. Oh, endlich. Eine weitere Quest vorbei. Können wir uns das nochmal antun? Ah ja. Oh, wow, ey. Okay, gut. Jetzt gehen wir mal unsere Waffen ein bisschen aufreparieren. Und ruhen uns für ein, zwei Stunden aus, damit wir nicht ständig Heilgegenstände süffeln müssen. Und dann machen wir uns endlich auf den Weg. Ah. Okay, gut. Ah ja, ältere RPGs haben einen ständig im Kreis laufen lassen mit irgendwelchen bizarren Aufgaben. Okay, jetzt aber los. Endlich. Auf. Jetzt können wir weitermachen und versuchen, das magische Schwert Dämonenklinge zu finden, um Godzilla, ich meine Gura, aufzuhalten, bevor er ausbricht. Genau, wir sind quasi sowas wie die Anti-Atombombe. Ja. Gut, Windfestung kam zuerst, danach die Wasserfestung. Gut, jetzt bin ich gespannt. Was kam jetzt nochmal? Die Feuerfestung, die Elektrofestung oder sonst irgendwas Blödes? Okay, gut. Sparen wir Zeit. Okay, gut. Wenn sowas wie die Erd- oder Feuerfeste kommt, dann... Oh nein, nicht schon wieder in Zwischensequenz. Hallo, Ariel. Willkommen. Hey, hey, was macht ihr denn hier? Und verdammt, wieso hält ihr uns auf? Lin, was machst du hier? Ich habe gehört, dass jemand, der mit Ryoga zu tun hat, hier irgendwo aufgetaucht ist. Stimmt das? Ich dachte, ich könnte Ryoga hier irgendwo in der Nähe finden, weil ich absolut dumm bin und deine Zeit verschwenden wollte, Ariel. Aber ich sehe. Aber warum bist du hier alleine hergekommen? Tja, ich sagte doch, ich bin stark. Warum hörst du nicht zu? Na, was soll's. Ach, ich finde immer mehr über dich heraus, Ariel. Ich wusste nicht, dass du dich mit einem Geist angefreundet hast. Das ist so cool. Na, es ist nicht so. Genau so. Und, Ariel 2. Ariel hat recht, ich bin doch kein Geist. Hm? Und es ist so niedlich. Du hast all diese komischen Blasen und diese Ringe. Blasen? Ich dachte eigentlich, das wären Nebelwolken oder sowas. Künstler. Gebt euch ein paar bisschen mehr Mühe, ja? Oh. Das macht mich froh, dass du so denkst, aber ich bin immer noch kein Geist. Das ist eine seltsame Unterhaltung. Ja, kommt mal auf den Punkt oder verschwende dir nur meine Zeit. Okay, Ariel, wie geht's Orin? Na, ihm geht's jetzt besser, nachdem ich ein bisschen den Verstand eingeprügelt habe. Mit einer Axt. Dann beeile ich mich eh noch Captain N, der Game Master auftaucht und mich voll labert. Ah, wir sind in den verlorenen Wäldern. Die sind wahrscheinlich auch nicht viel verlorener als die anderen Wälder. Gucken wir mal.
Da düdeldi dum, didelidi da, da di. Ah, unser erster Kampf. Eklige Schleime. Ha. Hey. Rennschleime? Ja, zumindestens. Ja. Zumindest nehmen so ordentlich Schaden. Ich allerdings auch. Ups. Okay, gut, aber wir nehmen wieder jede Menge Erfahrung. Das heißt, dass wir noch ein paar Level aufstufen können. Denn bei dem Spiel hier ist das so, wenn man zu hoch aufgelevelt ist, geben Gegner, auch wenn sie noch gefährlich sind, nur noch minimal Erfahrungspunkte. Das nervt ein bisschen, aber hey. Gut, wir haben wieder ein paar Sachen gefunden. Und die Höhle. Lost Woods Below Ground. Gut, gucken wir mal, was hier ist. Mhm, interessant. Hey, ouch. Okay, schleimige Schleime. Okay, bringen wir den mal um, bevor er irgendwas macht. Erledigt. Erledigt. Okay, gut. Wenn man ein bisschen springt, sind die nicht so schlimm. Aber dafür geben sie auch nicht so viele Erfahrungspunkte. Oh, eine Schatztruhe. Dann hat sich das doch schon gelohnt. Blaze. Und das ist eine Art feuriges Erz. Blaze Ore. Gut. Was haben wir hier? Oh, eine Medaille. Und, ach, komm. Oh, nee. Igitt. Nicht schon wieder von beiden Seiten. Autsch. Okay, gut. No, los, 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 los. Gut, die Axt ist immer noch die beste Waffe, die wir hier haben.